Wer in Gibraltar nach Maskenpflicht und strengen Lockdown-Maßnahmen sucht, wird nicht fündig. In der britischen Exklave sind die Einwohner trotz Corona-Pandemie fast zur Normalität zurückgekehrt. Restaurants haben wieder geöffnet, Ausgangssperren wurden aufgehoben. Möglich ist das, weil in Gibraltar 85% der 34.000 Einwohner bereits geimpft wurden. Das ist eine Erleichterung, nachdem wir ein Jahr lang überall Maske tragen mussten, jetzt nur noch in Läden. Es tut gut, zur Normalität zurückzukehren. Sobald ich meine Enkelkinder sehe, küsse ich sie, ich umarme sie, ich habe sie viel bei mir, ich kümmere mich um sie. Also war es wunderbar, diesen Kontakt wieder zu haben, weil ich das sehr vermisst habe. Die Impfkampagne ist ein Erfolg, was auch an der vergleichsweise kleinen Größe Gibraltars liegt. Als wir anfingen, das Impfprogramm vorzubereiten, nannte es jemand Operation Freiheit. Jetzt, wo wir uns an diesem Punkt befinden, an dem die meisten Menschen in der Bevölkerung geimpft worden sind, fühlt es sich wirklich so an, als könnten wir die Freiheit schmecken. Außerdem hat etwa die Hälfte der 15.000 Arbeitspendler aus Spanien bereits eine erste Impfdosis bekommen. Es ist wie passar de un mundo a otro. Es ist, als würde man von einer Welt in eine andere gehen. Man ist ständig in San Roque, La Linha oder Algeciras unterwegs und sieht viele Menschen auf der Straße mit Masken. Man muss vorsichtig sein. Und hier sieht man Menschen ohne Masken. Das ist schockierend und gleichzeitig schön, weil man sich wieder so fühlen kann wie lange nicht. Und die Statistik gibt ihnen derzeit recht. Durch die Impfkampagne wurde seit mehr als 2 Wochen kein Bürger mit Corona ins Krankenhaus eingeliefert.